Ach, so, da sind wir wieder. Ja, der OBS hat sich irgendwie beendet, warum auch immer. Ja, auch schon wieder, ja. So, dann nochmal von vorne. Chris? Hallo Chris, dass du da bist. Wie geht's dir? Lass uns auch hier mal, ne, cheaten. Dann von Schiebung können wir sprechen, wenn du gleich wieder gewinnst, ne? Wenn die so beleuchtet sind, da weiß man wenigstens, wo man hinfliegt, ne? Ja. Bin ich im Ups und da war es dann was. Aha, ich wollte gerade sagen, wann kann ich hier endlich Landeanforderungen stellen? Genau, wir sind jetzt live. Super. Super. Ja, ja, ja. Der Pazifist hat wieder gewonnen. Nein, ehrlich, das ist ja echt nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das stimmt, da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu hier. Ach genau, Fortunas Liebling, ja, du solltest mal Lotto spielen, ne? GZ. Oh, als Hintergrund. Da oben drauf. Ich glaube, geiler Sturzflug rein, meine. Ja. Du bist Knuffern, ne? Vorsichtig und zirkel da immer so nett rein. PTU, da kann man es doch mal krachen lassen. Mach's gut, schönen Abend noch und nochmal extra Streicheleinheiten an den Hund. So, und dann gucken wir mal. Ist ausgestiegen, war das jetzt nicht richtig? Ach, das war richtig. Ich wollte nur mal kurz gucken. Jetzt nicht, ob er nachgetankt hat. Die Kiste verbraucht ja mal so wenig. The third person hier geht. Da ist er, der Mondscheinritter. Aha. Hallöchen. Noch heute schon gemein. Ohne dass du da warst, haben wir schon einen Shoutout gemacht. Genau. Na? Morgen hatte ich leider keine Zeit, bei dir reinzugucken. Ja, war leider ein bisschen Stress. Ansonsten hoffen wir, dass du einen schönen Tag verbracht hast. Welcome to. Okay. Ja, das war ja dein Schiff. Oh, alles ich bin jetzt mal am Überlegen. Weil wenn du anfängst zu überlegen, dann wird's kompliziert. Viel Arbeit heute, aber sonst okay. Oha. Na, sage mal. Das, was haben die Schweizer gesagt? Das gibt ganz viel Glück, zweimal niesen. Ja, genau. Nach einer Woche krank. Na. Lass das nicht. Genau.
Ja, Mondschein, wir hatten gerade Werbung gemacht fürs Charity-Event. Da kann man gar nicht genug Werbung für machen. Genau, ne? Wir lassen hier ab und zu das Video mal durchlaufen, was unser Osterland fertig gemacht hat. Hier, Pazifist versucht sich hier schon mal so seinen Freiraum zu machen. Lümmel. Nix kommt, nix, ne? Komm her, dann machen wir noch mal eine Runde. Muss ich das jetzt auch annehmen? Ach, dann möchte ich. Racing hier. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich mal testen, wie es hier läuft im. Wo ist denn das? Welche ist denn das? D2 für nehme. Wo ist denn das? Der hier auf Lorville. Ach du je. Ja, Orts gehört. Kann ja Reiter werden. Auch eine Arrow, ja, ne? Och, dann hole ich mir jetzt. Ja. Aber gut, ich habe 2 Arrows, also insofern. Und Schein, Ausrufezeichen Join, ne? Und gefragt, wenn es dann losgeht. Am besten schon mal eintippen, ne? Dann tippe ich das für dich ein. Mondschein. Ne? Dein Pupertier und gerade Dinge, die meine Aufmerksamkeit benötigen. Ja, dann nicht ganz so viel Stress, ne? Da habe ich auch gerade das Problem. Ach, da unten muss ich rein, da, genau. Unten, ah, genau. Ja. Auch mal unten, mal oben. Da wird auch noch so ein Marker kommen, so wie bei den anderen auch, ne? Ist immer noch Luft nach oben. Was war das denn jetzt? Ich bin nur geradeaus hochgeflogen. Lag da wieder irgendein Schrott rum? Hol ich mir meine Gladius. Ach nee, ich starte ja jetzt ganz woanders und hab erst ganzen Sachen verloren. No. Ich glaube, zusammen kannst du, glaube ich, nicht fliegen. Wir können das ja gleich mal ausprobieren. Ja, das habe ich mir nämlich eben auch ganz gut. Ich da bin. Ja, genau. Ich habe extra nicht Clip gedrückt. Das wieder war. Es ist manchmal das. Letztens hatten wir das auch. Wollten wir starten und dann stößt sie Peiskes immer gegen irgendwas gegen. Im Hangar. Und da war so ein kleines, ja, Teil. Wie so ein, naja, Fahrwerk oder sonst irgendwas. Und
Ja, da mussten wir erst so halb drunter durchtauchen, um dann aus dem Hangar raus. Nicht so schön. EIG noch ein bisschen was überlegen. Ja, ja. Und der Mr. Mato TV ist da. Hallo. Hallöchen. Ich hab gesehen, dass du vorhin auch noch auf Sendung warst, Mensch. Aber da gab es, glaube ich, Starfield, ne? So, ja, ja, ja. Ich hoffe, ja, du hattest einen angenehmen Stream. Ich habe nämlich noch so gedacht, ach, wenn er länger streamt und wir ja, zwischendurch dann fertig sind, dann hätten wir sonst einen Raid zu dir rüber gemacht. Aber anscheinend bist du vor uns fertig. So, ja, Mr. Mato TV auch fleißig am Stream. Ach, alles gut, du, ne, vielleicht schaffen wir es ja so oder so, uns mal zu unterhalten. Das war ja schon öfters vor. Warum wird meinem Avatar hier schlecht, hä? Dafür nicht gern geschehen. Wenn... Ach, das kann man ja. So. Ich habe über anderthalb Minuten, haben wir noch Zeit. Ja, wenn du Ausrufezeichen Charity eingibst, dann weißt du, was ja auf verschiedenen Kanälen ab 29.10. passiert. Wenn du Interesse hast, dich dort ja uns anzuschließen, du siehst es auch an dem Bild, was hier noch mit eingeblendet ist, das Charity Week. Wir sind mehrere Streamer, die sich zusammengetan haben und ja Spenden sammeln wollen. Und zwar ja für therapeutische Unterstützung von Kindern, die sexuell ja missbraucht wurden. Und ja, apropos, hallo? Ja, Mr. Mato, vielen, vielen Dank. Da brauche ich dir ja gar nichts mehr groß drüber erzählen. Ja, hellauf begeistert. Vielen Dank für deine Spende. Sehr cool. Ja, das Event hat noch nicht mal begonnen. Wir, wie gesagt, wollten eigentlich erst am 29.10. beginnen, haben jetzt schon begonnen. Coole Aktion. Ja. Vier Daumen nach oben für dich. Super. Und wie gesagt, wenn du dich ja, der Streaming-Gemeinde anschließen möchtest, die dort aktiv ist, dann ja, einfach bei Ingenious TV melden. Und ja, dann nehmen wir dich gerne auf. Wie gesagt, der Spendengrund steht natürlich jetzt schon fest, wieso wie einige andere Sachen, aber wir nehmen dich da, denke ich mal, gerne in der Mitte auf. Grüß den, ne, wenn du Ingenious TV anschreibst, schön, ne? Genau, hier, Mensch, ja, Mr. Mato, komm mit zur Bar Citizen, dann können wir uns mal treffen, das wäre ja cool. Wenn du dich so mit älteren Herrschaften unterhalten möchtest. Hey, junger Mann, wer sind denn Sie? Ich habe das Gefühl, ich bin 100. Du bist ja noch jung. Ich bin ja alt. Ein Jährchen, ja. Genau. Bar Citizen. Hier, komm.
Notier dir das mal, der Link zur Stimmabgabe ist hier mit drin, organisiert von unserem lieben Forstalent. Vielen Dank für deine Organisation und Dark Rebirth für die Idee des Treffpunkts. Wenn das passen sollte, Mr. Mato TV oder auch alle anderen natürlich, die aus der nördlichen Region kommen, ne, seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Bis jetzt haben wir schon 22 Stimmen, die abgegeben wurden und 15 haben schon fest zugesagt. Und Bettina und meine Wenigkeit haben uns schon ein Hotel dort geholt, was 800 Meter davon entfernt ist. Und wir werden dort ordentlich feiern auf jeden Fall und freuen uns auf ein Treffen. Und wie gesagt, Mr. Mato, wenn das klappen sollte, wäre ja cool. So, der junge Hüpper, so weit sind wir ja noch nicht aus. Na? So, wo ist denn das Schiffchen hier? Die habe ich sie da oben gerade übersehen? Ja, da ist sie doch. Kleine? Arrow, mit einer Hammerhead und baller dich weg, ey. Davon. Vielleicht ganz viel zu Hilfe. Dir hilft hier keiner. Ich glaube schon. Nee. Doch. Hab da so eine Ahnung. Man schreibt keiner ein Plus rein, also wird dir auch gar keiner helfen. Ihr Bärchen Airlines, was mit euch? Lasst mich nicht hängen. Bärchen Airlines, apropos nächste Ladies Night wird wahrscheinlich unterstützt, wenn alles klappen sollte, durch die Organisation Merck. Die Ladies hier vielleicht ein bisschen durch die Gegend kutschiert und die bereitstellt. Ja, orga-übergreifend tatsächlich machen. Genau, wir wollen auch noch einige andere Orks anschreiben und sagt euren Damen Bescheid, auch wenn sie keinen Account für Star Citizen haben. Das gilt hier für alle Zuschauer, Lurker, Follower, was auch immer, setzt eure Frauen einfach davor und lasst einfach mal bei der Ladies Night mitmachen. Zeigt ihr den Anfang, wie es geht und den Rest läuft dann hier völlig automatisch in der Ladies Night. Da wird nichts groß mit irgendwelchen Aufträgen gemacht oder Bounties oder sonst was, sondern einfach nur Spaß haben, bisschen durchs Vers fliegen, vielleicht ein bisschen shoppen gehen. Und alles andere wird dann frei geplant. Oh. Ja, diesmal auf Orison mal mit den Buggies mal ein Rennen zu machen. Letztes Mal ist das ja voll in die Hose gegangen. Weil irgendwas spackte immer rum. Denn wo ist es denn? Und wie? Star Citizen ist schön, fast fehlerfrei. Ist gar nicht mehr drin hier. So, jetzt haben wir es. Nee, den hatte ich auch nicht. Doch, jetzt sehe ich ihn. Gut, oh Gott. Will ist so schön geworden. Ja, also das muss ich auch sagen. Bin ich eigentlich auf der falschen Seite? Ich bin anscheinend auf der falschen Seite, ne? Kann das sein?
bisschen orientieren. Wir. Oh, Entschuldigung. Könnt ihr doch auch machen. Szene 2, ne? Der Boogie. So, ich bin schon da. Bei mir. Ach, wo bist du denn? Bist du euch auf der falschen Seite? Danke für den Hinweis, Forstalent. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr auch machen. Wie gesagt, das vergessen wir. Du, mit Szene 2 könnt ihr in diese Szene gehen. Hier unten durch, mein Hase. Ja, ich muss da unten durch. Das. Nee, ich müsste richtig. Ja, alles gut. Nein. Starting Zone in Spaceship and Await. Lala, so, das mache ich. Muss weiter dann nach vorne kommen. Ja. Ist er was? Huch! Nee, bei mir ging es noch gar nicht los. Warum hat er denn eben gezählt und dann aufgehört? Hallo? Ja, der bei mir nämlich auch. Ich bin erstmal volle Bulle vor Schrecke reingeflogen. Weiter? Aber warte mal, bleib mal stehen. Ja, meine Außenansicht. Geradeaus. Ja, dich weiter. Da bist du. Ah. So, jetzt drehst dich einmal. Starting Zone rein. Müssen wir hier warten? Hört der auf zu zählen? Was denn? 7, 6. Ah. Aha, siehste. Und jetzt geht's los. Im Dunkeln, ach du Scheiße. Eine sehr langsame Runde. Ja, das war ja da, wo man drunter durch musste. Ja, ich sehe gar nichts. Oh, da ist 3. Eins, nichts mit 2, nichts mit 3. Ja. Da immer. Die. Nee, bei mir nicht. Ich hab bei dir die Dinger gesehen. So, wo müssen wir jetzt hier durch? Was? Du hast doch keine Ahnung am Helm. Na? Dem Luna. Moderatorin ist wieder da. Ach, das hier, das und hier. Unsere Social Media Managerin, ne, die heute ja sicherlich wieder was auf Insta. Keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Das ist im Dunkeln. Das ist wär gerade ein bisschen dasselbe. Warum habe ich jetzt den Checkpoint 7 hier nicht mitgekriegt? Ich hätte durch einen Checkpoint durch. Ich habe überhaupt keine Checkpoints, das ist das Lustige. Ich habe hier einen. Ah, jetzt hat er ihn gezählt, Alter. Da hing aber Star Citizen auf. Teil der Ahnungslosen. Mal dran verzweifelt, kann mich dran erinnern.
Dunkeln ist das echt. Aber findet dann plötzlich immer. Aber wahrscheinlich habe ich den ersten schon nicht richtig. Was mir gerade noch so einfällt, Mr. Mato, wenn die 1000 Euro voll sind, ja, dann werden wir das natürlich aufstocken. Also da ist dann noch lange nicht Ende oder wir nehmen dann noch irgendeinen anderen Spendengrund. Warum zählst du meine Durchflüge hier bitte nicht, ja? Jetzt hat er. Das ist natürlich ätzend, wenn man hier rennen, fliegen möchte und man muss dann manchmal auf. Ich hab aufgegeben. Ja, siehst du, du bist immer noch, du musst noch mal in die Starting Zone rein. Darum zählt da bei dir die Checkpoints. Nicht. War ich doch aber schon. Auf ja, aber wahrscheinlich. Ich hab doch bis 0 gewartet und dann. Und dann musst du gucken, dass vor dir Checkpoint 1. Das hab ich, da hab ich eben nichts gehabt. Ja, genau, dann musst du warten. Wir sind leider ein bisschen. Also im Arena Commander funktioniert das um einiges besser. Ja. Mal demnächst auch mal wieder fliegen. Wo ist jetzt der nächste hier? Hallo, da oben. Siebte, zehnte ist notiert. Sehr schön, sehr schön. Wie gesagt, melde dich bei Nudel einfach an. Dann gucken wir mal. Wenn es klappt, würde uns freuen. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank fürs dabei sein. Und dann schlaf schön. Und ja, schöne restliche Woche. Bettina und ich, ja, dürfen am Wochenende wieder arbeiten im Nachtdienst. Werden also wohl eher nicht streamen und ja, vielleicht läuft auch irgendwann mal hier Inside Star Citizen mal, ne, so nacheinander durch mit ein bisschen Werbung für Charity Event Bar Citizen und ja, dem Kanal hier mal gucken, aber ansonsten viel mehr werdet ihr leider hier nicht erwarten können und ja, auf jeden Fall Mr. Mato, dir schon mal eine schöne Restwoche und schon mal schönes Wochenende vorab. Ja, aber bei mir hat er nichts gezählt. Oh, du hast 16. So, nichts zu danken. Also, da gefällt mir Arena Commander also auch 10-mal besser. Bim. Ja, deswegen, das ist. Ach, viel zu viel. Ja, das heißt, sag mal, tipper mal. Minuten noch was.
Lucifer, vielen Dank, dass du dabei warst. Dir natürlich auch eine wunderschöne Nacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Osterland hat mich geklippt. Ach, Osterland. Ein Dirky Boom. Null vs. 1. Denke mal dran, ne? Wir treffen uns real life, ne? Ich weiß, wo deine Bar Citizen ist. Osterland, du weißt ja, eine Hunde, die bellen und so, ne? Ah. Schnurren auch ab und zu mal. Mal warten. Nee, du bist jetzt durch. Durch. Ist jetzt geschafft. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie habe ich es geschafft. So, und es gab eine neue Nachricht hier. Den Salvage-Missionen. Und ja, die haben da wohl noch ein Fehler gefunden und hoffen, dass diese Missionen nochmal behandelt werden, dass wir dann legale als auch illegale Sachen, Cargo, dort in den Salvage-Missionen finden. Sehr schön. Es bildet sich, wie gesagt, demnächst wird sich so oder so einiges ändern, Missionen betrifft. Freue ich mich schon besonders drauf, weil das ist ja so unser Ding. So, was macht dieser Boogie hier eigentlich immer? Ich höre Boogie. Ach ja, und wie findet ihr das, dass die MFDs endlich einstellbar sind und fest bleiben? Ich habe ja schon lange drauf gewartet und bin erfreut darüber. Nervte. Ach du Scheiße. Ja, das ist. Okay. Das macht mit einer Error aber richtig. Würde ich mich jetzt vielleicht mal ganz flott aus dem Staub machen, oder? Jetzt habe ich aber welche von Latz gekriegt hier. Was wurde mal Zeit? Bis, worauf ist das gemeint? Einstellung bleiben. So, genau, mit den MFDs. Ja, also wie gesagt, ich war da wirklich schon am Fluchen. Genau, auf die MFDs, genau. Backhalsig. Der würde wahrscheinlich auch mit einer Peiskiste eine Javelin angreifen.
Oh. Davon, wenn man auf die Server-FPS guckt. Ich bin ja auch mal ein von Latz geballert. Wir waren eben schon recht weit. Down hoch, wo ist denn jetzt hin hier? Abbauen vor dir. Ja, da war gerade ein richtiges Serverleck. Nein, das ist keine Hammer, das ist eine Catalyst. Mal Ed gesagt. Ach, du bist sehr wagmutig heute. Sehr wagrüberler. Sehr waghalsig. Deswegen habe ich das auch so gar nicht verstanden, was du davor hast. Ich hab gedacht, lass mal machen. Meine Schilde sind fast runter. Springt aber auch der Server. Die drauf und dann auf einmal mit einem Ruck ist das Ding verbunden. Amen. Das mag ich auch total. Ja. Da bin ich immer für zu haben. Hier ist echt ein ganz schöner Ey drin. Guck mal hier, pop ja. Und weg. So, das eine Ding habe ich eben schon. Jawoll! Ein bisschen gedauert. Gott. Kampf gegen David gegen Goliath. Schön, hat Spaß gemacht. So stelle ich mir das auch so ein bisschen vor, bis auf das Sprunghafte. Ach ja, diese Aussicht hier, immer wieder genial. Apropos, da ist er, Ingenious TV. Einen wunderschönen guten Abend. Ja. Geht's dir? Was macht die Family? Alles gut? Alles gesund? Alles munter? Oh, Bettina kommt gleich wieder ihrem Job nach. Ah ja, ja gut, wir sind noch ein bisschen Nachtdienst geschädigt. Freuen uns drauf, jetzt mal zwei Nächte normal zu schlafen und dann ja drei Nächte Uhr rein. Also am geht's in die Vollen wieder. Genau, das heißt, da wird man uns hier übers Wochenende nicht irgendwie hören oder sehen. Vielleicht meldet sich Mr. Mato TV noch Spenden-Event. Vielleicht bringt er sich da ja auch noch mit rein. Das ist auch ein Streamer, der ja ist. Und der würde da auch noch ganz gut reinpassen. Hat auch schon eine Spende dagelassen. Immer eine Landanfrage stellen. Leider musst du zweimal stellen, habe ich eben auch gesagt. Der Server, der leckt echt ganz schön so ein bisschen jetzt. Ja?
gucken wir mal, wann der nächste Patch rauskommt. Und dann, wie gesagt, denkt dran, F5 im nächsten Patch voraussichtlich. Wenn alles gut geht, dann könnt ihr alle testen. Patsche, der ist Frühschicht geschädigt. Schwieriges Wort. Der hat eine Schulung. War 2 Tage hat er schon rum. Kopf über in die Nacht. Ja, Frühschicht ist wirklich scheiße. Bei uns heißt es dann 4 Uhr aufstehen. Da graut es mir auch schon vor. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben am Wochenende nochmal Nachtdienst und dann geht's weiter mit Spätdienst eine Woche und dann Frühdienst eine Woche. Ja, also Nachtschicht, ich habe da immer wieder oder immer mehr Probleme, je älter ich werde. Und ja, freue mich schon drauf, wenn die Nachtschicht dann endlich. Aber gut. Endlich bringt's nichts, aber mal so aus dem normalen Tageswust mal raus zu sein, ist immer ganz gut. Wobei, wir brauchen uns nicht beschweren, wir haben ja gerade erst Urlaub gehabt. Na, hallo? Mensch, was wird das denn hier? Wer rennt mich denn jetzt wieder hier über den Haufen? Das kann nur meine Frau. Ja, natürlich. Wer soll mich denn hier sonst über den Haufen rennen? Stell dich nicht vor mein Ding vor. Du stell dich nicht vor mein Ding vor. Rechts war auch noch was. Hallo? Du hast ein Leibchen an. Weil ich im Leibchen geflogen bin, damit ich leichter bin. Wie gesagt, Fliegen lohnt sich wirklich entweder nur bei Helm oder wenn ihr ganz im Arena Commander geflogen wird. Also das, oh, der sieht ja cool aus hier. Ah, schade, jetzt ist es vorbei. Er hat eben richtig mit dem Kopf hier so richtig so schüttel gemacht. Und Server-FPS sind auch schon wieder runtergegangen hier. Wie viele Leute sind jetzt hier auf dem Server? Was haben wir hier? Da ist ja echt nichts groß auf dem Server. Dafür ist auch ein bisschen schlecht. Oh gut, das kann natürlich mit an Lorville hier liegen. Aber ansonsten finde ich, ich gucke mir das nochmal von der anderen Seite an, wirklich sehr schön gemacht. Ich wollte gerade sagen, das musst du dir voll genau von da aus angucken. Ja, von da aus? Der da aus? Der Unterstrich da aus? Da aus. Ich habe es den einen Tag mal ausprobiert, in HDR hier zu spielen, aber habe da keinen großen Unterschied gesehen. Und hab's dann auch wieder deaktiviert. Minimal der Unterschied. So ist die Stadt, ne? Also wenn ihr aus purem Gold ist. So, und noch eine Information von unserer Social Head Managerin hier, der Silja. Social Head. Die hat einen neuen Post auf Instagram losgelassen oder lässt ihn gleich noch los. Na, schaut gerne mal bei Instagram rein. Euch jetzt auch immer auf dem Neuesten halten, wenn wir Übersetzungen machen, wenn wir streamen oder ja, weitere Informationen. Ja, ne? Ja, sieht echt geil aus. Alles auch jetzt so filigran. Gut, ich bin so oder so im Moment noch sehr, sehr geflasht, was Star Citizen betrifft. Dadurch, ja, dass ich einen neuen Monitor habe. Ich habe
jetzt manchmal keinen direkten Vergleich, ne, wie es so vorher und wie es jetzt aussieht. Eine Zeit lang konnte ich das so vergleichen, wenn ich auf Bettinas Monitor rübergeschielt habe und dann auf meinen. Dann sieht man da schon den Unterschied. Cool gemacht auf jeden Fall. Oben blinkt irgendwas, das muss ich das nächste Mal angucken. Das kann ist das Stream machen? Nee, da. Wenn du da landen könntest, ne? Gerne so an. Bauen. Das sind nur große Ausrufezeichen. Da werden wir wahrscheinlich gar nicht rein können. Halt da wahrscheinlich, ne? Wo denn? Ja, 650 Euro. Echt der Hammer. Cool, cool, cool. Es kommt immer mehr Geld zusammen. Da ist es. Ja, wie gesagt, tolle Sache. Bin dabei. Na, er hat auf jeden Fall schon gespendet, unser Mr. Mato TV. Ich hoffe, er meldet sich die Tage mal und ja, unterstützt das ganze Projekt. Wäre natürlich schön. Ne? We Are One bekommt immer mehr ein ja, großes Gesicht als solches. Ne? Ja, definitiv. Und da werden wir sicherlich das eine oder andere, ne, Event auf die Beine stellen und mal gucken, ja, was da so ja, machbar ist. Und ich hoffe, ja, dass bis dahin das PU wirklich gut läuft und wir da problemlos durchkommen. Katze, schlaf schön, träum was Süßes. Ja, gute Nacht und viel Spaß auf der Fortbildung. Und ja, bis die Tage. Und ja, überlegt mal, ob er nicht nach Kiel kommt am 7.10. Genau. Mensch, ne? Zum Bar-Citizen. Ne? Wäre ja cool. Ne? Aniki kommt vielleicht auch und Yuki und Umax hat schon zugesagt. Na komm, gib dir einen Ruck, junge Mensch. Ne? Wir kommen auch. Ne? Nee, das ist nicht das Nordtreffen. Das ist das Treffen in Kiel am 7.10. Hier nochmal den Link hier rein, dann kannst du ja mal gucken, ob dir das passt. Wie gesagt, Fexi ist da, Madflow, Ainuras, ja, Forsterland, Dark Rebirth, der die Location ausgesucht hat. Ja, der Betreiber von Fleet Yards ist da, der Torlek. Genau, und vom Kartell, wen sehe ich ihn jetzt hier? Dr. Dumont ist Merc, das weiß ich noch, da freue ich mich besonders drauf. Titi Miller ist Kartell, Umax ist Kartell, Aniki ist Kartell und Yuki ist Kartell. Naja, und Bettina um meine Wenigkeit. Doch schon eine Handvoll. Wie gesagt, überlegt euch das, guckt da mal rein, also ist eine schöne Location, die Forstbaumschule, kann man lecker essen. Bettina und ich, wir haben uns, wie gesagt, schon in der Nähe ein Hotel gemietet, ein Zimmer gemietet. Wenn dann da eine schöne Nacht verbringen. Hier war gerade ein komischer Blick, den konnte ich nicht ganz deuten von meiner Frau. Ja. Na gut, so, ich denke mal, wir kommen so langsam zum Ende. Star Citizen News haben wir ja zu Genüge hier durch. Und wie gesagt, morgen sitzen wir hier schon wieder Essig dabei und machen die Übersetzung vom Inside Star Citizen. Wie gesagt, schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Lasst da gerne mal ein, wo heißt es ja, da. Genau. Und ja, ja.
Stream Nummer 2. Ne? Ja, waren jetzt fast 3 Stunden. Also von los. Alles gut. Ja, was wollen wir jetzt hier noch im PTU groß testen? Wie gesagt, wir haben es jetzt gesehen. Ne? Ja, guck mal. Ich werde dich per WhatsApp. Freuen. Ja, wir würden uns freuen. Wie gesagt, ich frage nochmal per WhatsApp bei Zeiten nach. Dann gucken wir mal. Können wir ja mal nochmal dann quatschen ansonsten. Dann grüß mal deine Frau noch und schlaf schön. Ja, wie gesagt, was sollen wir jetzt hier noch groß testen im PTU? So viel zu testen gibt's nicht. Wir haben jetzt gemerkt, bei Lorville ging es ein bisschen in die Knie. Wir hoffen, ja, der nächste Patch etwas besser läuft hier und wir dann ja einige Fehler nochmal behoben haben, bevor die Welle 5 rausgeht oder mit der Welle 5, sagen wir es mal so. Und dann sehen wir, wie dann die Performance ist. Und dann gucken wir mal, wie lange es noch dauert, bis es dann mal live geht. Somit, ja, ist mein Tipp ganz gut hingekommen. Mit Anfang des Monats mit der 3.20 und ja, dann werden wir das hoffentlich in vollen Zügen genießen können, ohne dass große Probleme entstehen. So. Ja, denkt dran, wie gesagt, unser Charity-Event nicht vergessen, ne? Und die dazugehörige Ladies Night, die dann kommen wird. Genau. Ja. Und dann, ja, sehen wir uns wahrscheinlich oder hören wir uns wahrscheinlich erst, ja, nächste Woche irgendwann wieder. Dann werden wir auch nochmal das Inside Star Citizen hier auf Twitch zeigen. Aber sollten wir es vorher fertig haben, wovon ich ganz, ganz stark ausgehe, werden wir hier entsprechend, ja, das auf unserem YouTube-Kanal früh genug zeigen, wie gesagt, wer unsere Übersetzung noch nicht kennt, auf dem YouTube-Kanal, guckt euch das gerne mal an. Auf der Infoseite seht ihr den YouTube-Kanal und dann wünschen wir euch immer viel Spaß mit den Übersetzungen. Ja, jetzt haben wir wirklich schon sehr, sehr gutes Feedback dazu bekommen. Machen das natürlich ordentlich weiter. So, Ad Space. Ah. Ja, man sollte auch mal tippen können. Space Familie 3. So, genau. Dann schicke ich nochmal den. Kopieren. Und einfügen. So, wer das Ganze, wie gesagt, noch nicht kennt. Na, da sind alle Übersetzungen vom Inside Star Citizen, auch das letzte On Racing wurde schon 104 Mal aufgerufen, coole Sache, und die Kata wurde, glaube ich, über 300 Mal aufgerufen, also ein Interesse an diesem Schiff, das hätten wir niemals gedacht. Ja, da haben wir mal so ein bisschen Shipshow gemacht, da werden wir demnächst wieder auch mal weiter mitmachen. Unter anderem laden wir dann auch immer mal unsere Streams da oben nochmal mit hoch und ja, somit sind sie dann auch länger abrufbar, weil wir sind ja kein Affiliate hier als solches. Ne? So. Damit kommen wir jetzt zum Ende und wünschen euch einen wunderschönen Abend, eine ja, stressfreie restliche Woche hier. Und ja, hören uns nächste Woche spätestens wieder. Vielleicht hau ich zum Wochenende hier nochmal einen Inside Star Citizen Stream rein. Ja, werde hier nebenbei noch ein Video schneiden auf jeden Fall. Und dann mal gucken, das Beste draus zu machen. Für alle, die frei haben, natürlich dann ein erholsames und schönes Wochenende. Ich denke mal, soll ja wieder schön werden. Genau, soll ja wieder schön werden. Und für alle, ja, die gerne ja, im Stream zugucken, ich denke mal, Ingenious TV wird wieder ordentlich senden. Von Forstalent muss ich mir immer noch mal so ein bisschen die Sendezeiten angucken, ob da am Wochenende irgendwas läuft. Und ja, schaut gerne auf den gesamten Kanälen mal rein. Da gibt es immer schöne Informationen und ist immer auch lustig. Auch wenn manch einer hier keinen
Kuchen bekommt, ne? Ja, das letzte ist wieder was für dich. Du, den Kuss kriegst du von mir zurück. Alle Küsse, die hier Bettina von dir kriegt, kriegst du von mir dann auf der Bar Citizen zurück. Am besten, wenn Fexi die Kamera auf uns beide hält. Du brauchst alle den dicken Kuss zurück. Auf jeden Fall, Forsterland, vielen, vielen Dank, Indy, ja, für deine Mühe, die du hier machst. Wie gesagt, das Video Ladies Night, Ladies Night beginnt ab 19 Uhr oder habe ich irgendwo verpeilterweise 18 Uhr geschrieben? Egal, der Stream an sich fängt ja um 18 Uhr an. Also das kann man, ich habe da eben schon drüber nachgedacht, das kann man so lassen. Ich würde es so lassen, weil um 18 Uhr fangen wir doch an vorzustellen, ja, genau, und dann um 19 Uhr gleitet das ja dann in die Ladies Night rüber. Das hat sich eigentlich immer bewährt. Wenn das letztendlich nicht klappen sollte bei euch personell oder wenn Schatten da auch keinen Bock hat, vorher die Organisation vorzustellen, ist das auch kein Problem. Dann machen wir hier ganz normales Programm. Wir machen meistens auch immer schon einen kleinen Vorstream hier, bevor es hier losgeht zur Ladies Night. Dann soll sich da bitte, ne? Ach, siehst du. Weißt du, ich habe gerade nachgeguckt, da steht drin. Tatsächlich. Nee. Du hast 18 bis 22 Uhr einen Termin. Ich habe 19 Uhr geschrieben. Ums. Kannst du nicht auf dir sitzen lassen? Oder? Nein. Bist du echt? Ups. Nichts ja, ausmachen, Forsterland. Genau. Da weißt du mal, was ich 37 da, Jahre schon da aushalte. Guck, da hat er es geschrieben. Da. Ja, gut. Sagen wir es mal so. Ich habe es verdient. Ne? So. Das diskutieren wir auch nochmal aus. Ach ja, Leute, gut. Nochmal ein bisschen Spaß gehabt hier zum Schluss. Wie gesagt, macht euch nichts raus. Ja, das ist so das Battle zwischen Forsterland und mir. Haben wir auch richtig Spaß dran. Und wie gesagt, das Leben ist schon ernst genug. Da müssen wir nicht noch privat irgendeinen Stress haben. Wir raiden jetzt. Ne? Und wünschen euch, wie gesagt, nee, das war wieder gemutet. Ja, vielen Dank, ne, nochmal für den Raid und alle Raider, die dazugekommen sind. Schaut gerne mal wieder bei Zeiten hier im Kanal vorbei, wenn es euch gefallen hat. Und wir versuchen euch immer mit allen Updates so auf dem Laufenden zu halten. Und wie gesagt, schaut auch gerne mal bei unseren gesamten Partnerkanälen vorbei. Merklife, Ingenious, der Wu, der Mondscheinritter darf natürlich nicht fehlen. Sternenerforscher, zu dem wir gerade einen Raid gestellt haben. Vater und Sohn zocken, die ja hier auch mit reingekommen sind. Und der Neo natürlich. Na, das Beste kommt zum Schluss. Schönen Abend und bis zum demnächst hier. Ciao, ciao. Tschüss.